Sticht denn jemand besonders hervor? Ja. In meinem Chat jeder. Ja, huch. Wie konnte denn das jetzt passieren? Akkubertstag. Könnte mein Mod Nore gewesen sein, aber glaube ich nicht. Der hat sogar bei mir Agro und Akkubert geschrieben. Wer könnte das gewesen sein? Von den Pappenheimern. Wer kriegt dann bei Permaban? Es eskaliert ja gerade ein bisschen arg. Nein, bin braver Mod. Wer könnte das gewesen sein? Markus der Franke war sicher nicht. Nein, Markus ist immer solide. Ja. Der wird es auch direkt bei mir im Chat reinschreiben und ich über 5 Ecken. Das muss ein feiger Zuschauer sein. Jetzt auch. Feiger auch noch. Warte, da trinke ich mal einen Saft. Der Stuhl davor ist nicht da, also Damien. Der ist weg. Von dem könnte sowas kommen. Vom Lord Zahl könnte sowas auch kommen, Mann. Wobei, der wird auch wahrscheinlich in meinen Chat reinschreiben. Oh nein, mein Akku ist leer. Oh, warte, ich muss wieder heimfahren. Hatzi, du musst es andersrum denken. Welcher deiner Zuschauer traust du es zu, so dreist zu sein und bei Zwerg im Chat zu sein? Jetzt wird's wild. Stimmt, allein das. Wer ist bei Zwerg im Chat? Wer ist der Verräter? Wer ist der Verräter? Alter Beard, Alter. Wer bekommt einen Perma-Bann? Oh, gleich so, Alter. Sorry, meine Schuld. So, Zwerg, du, mal öffnen, mal durchschauen. Was? Mod-Ansicht. Permaban auf allen Kanälen. Haben wir ja eigentlich geteilte Bannlisten? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht, ne. Ich bin nicht dreist, aber ich bin bei jedem. Ja, schau. Die ganzen Leute, die du gebannt hast, Zwerg, das sind ja unendlich viele. Ja. Ja, wobei die Bots tatsächlich immer gelöscht werden von Twitch. Ich sehe gerade 5 Millionen Drohnen an mir vorbeifliegen. Das Zwerg oder Pazzi? Ja, ich bin gerade heimgekommen. Okay. Alter, schau das an, das hört ja nie mehr auf. Was soll denn das? Deswegen da, ich war gerade verwirrt, wie die alle hingehen. Ja, huch. Ich nicht, ich bin bei Sevier, ja. Das war ja, Zwerg ist schuld. Ich war schuld. Ich frage jetzt in irgendein Pappenheimer an, der das sein könnte. Sag mal, was habe ich denn in dem... Ich muss jetzt da weg, ich werde angerufen. Bis gut, gleich. Hau rein, ciao. Tschüss. Okay. Ich habe es geschafft, meinen tragbaren Fusionsreaktor komplett zu leeren. Ne? Geht halt nichts mehr. Bin komplett leer. Das Waldabbauen ist alleine echt eine anstrengende Nummer. Ich habe zwar viel geschafft, aber längst nicht so viel, wie ich wollte. Entschuldigung. Komm, Blue. Ich weiß. Hilf mich. Komm und hilf mir. Ich brauche dich. Mein Sonnenlicht. Ja, genau, ich wollte es jetzt sagen. So geht es doch, oder? Ja. Zwerg braucht Starthilfe, ja. Muss mal einer mit dem Akku kommen, ja. Hat jemand eine Powerbank einstecken? Fünfmal. Was fehlt mir eigentlich für den Zug? Ach, Motoren. Schwierig.
Mhm. Ist ein bisschen verrückt, was alles gerade auf dem Weg zu mir ist. Wild. Sehr wild. Gut, aber ich bin jetzt eigentlich wieder halbwegs geladen und kann wieder unten Schindluder treiben. Code Blue, hast du Montagefabriken oder sowas dabei? Nee, gerade noch nicht. Also 5. Also jetzt nichts, ja. Was in deinem Ausmaß. Nee, ja. Nennen wir es Ausmaß, ja. Nennen wir es biblisches Ausmaß. Biblisches Ausmaß. Sag mal. Genügend wäre. Auf dem Weg? Ich krieg Sachen, aber Stahlträger ist ein bisschen mager, ne? Sind die überhaupt im Drohnensystem? Also sind welche, ich krieg welche geliefert, zeigt er mir an. Also 400 sind auf dem Weg, aber... Oder mein Verbrauch ist gerade so enorm hoch, das kann natürlich auch daran liegen. Vermutlich. Ich beschäftige auch gerade allein ich nur fast ein Drittel unserer Gesamtdrohnen. Und wir sind 4 Spieler. Überleg mal, was das für eine Rechnung ist. Mhm. Ich fühle mich auch schlecht deswegen. Gut, gut. Nun. Aber auch nicht so schlecht, dass ich jetzt... Nee, ich baue trotzdem weiter. Ne? Also zum Aufhören bin ich... geht jetzt auch nicht. Okay. Bis meine Bauschlange durch ist, dauert es ungefähr wahrscheinlich noch 16 Jahre oder so. Also, ich hoffe, ihr habt nichts vor. Nee. Ich habe mal eine Frage zu unserem Gleissystem. Mhm. Bei der ist unsere Uranproduktion da oben. Links von unserer Base. Uranproduktion, ja. Da ist unten drunter dann eine Abzweigung, die nach Süden wieder geht. Ja, und die ist offen, ne? Soll die weiter genutzt werden oder? Ja, diese Abzweigung nach unten, nach Süden, die war mal ursprünglich geplant, um die Kohle anzuschließen und übers Logistik, also über die Schiene zu leiten. Aber dann haben wir irgendwann angefangen, die einfach so anzuschließen. Deswegen ist auch der Bahnhof nur so halb gebaut. Im Prinzip können wir den Bahnhof auch einfach abbauen. Wo den Bahnhof hätten. Ha? Gut, weil dann baue ich das ab und baue da oben eine Abzweigung in die andere Richtung. Ja. Nutze ich den Platz an, nämlich deswegen. Ich wollte jetzt noch nichts abreißen, wo du vielleicht noch irgendwas geplant hast mit. Nee, ich frage ich lieber vorher. Ja, also ich habe das jetzt mal markiert, den Abriss. Ja, bin unterwegs. Genau, also wir können ja die Abzweigung erstmal als Dead End lassen, aber ja. Ich würde die nämlich in die andere Richtung nach oben bauen und da die Stahlschmelze hinsetzen. Ja, oder so. Du, wie es dir besser passt. Wenn das für dich fein ist, dann let's do it. Ja, ich passe da mal. Ui. Ich will immer noch diese Hochleistungsrüstung 2 haben. Das ist doch wild. Was soll denn das? Die 3 ist gleich erforscht. Ich weiß, aber wenn ich die 2 schon nicht bauen kann, wie soll ich denn dann die 3 bauen? Mit der Macht der Fantasie! Fantasie! Oder so. Das Netz, das Drohnennetz muss den Ansprüchen des Zwergs Schritt halten, nicht umgekehrt. Ihr wisst einfach, wie es ist. Ich sehe da Potenzial. Ja. Wo ist eigentlich schon wieder Parzibert? Ach, der ist ja weg, ne? Telefonieren. Ist der noch auf dem Server drauf? Weiß es nicht, aber... Ich sehe ihn gerade nämlich auch nicht mehr. Den jetzt sehe ich. Vermutlich nicht. Da unten ist er. Blockiert ein Gleis unten. Das ist Parzi. Hast du zufällig deinen Blueprint für die Abzweigung, die du bei mir setzen könntest? Aber selbstverständlich, ich habe alles da.
Ist dir wurscht, wo? Also wieder drin? Ungefähr da, wo ich jetzt stehe. Links, rechts ist mir egal, wo davon. Nur da ungefähr noch nach unten. Am besten nur die Abzweigung und nicht den ganzen Bahnhof. Ja, bitteschön. Dankeschön. Muss meine Drohne jetzt damit machen? Ja, funktioniert. Sehr gut. Muss nur ein paar Signale nachproduzieren. Ja, gut. Easy. Signale gehen ja super schnell. Ja, das ist eher die Mats das Problem, aber nicht euch alles bei. Kann ich das nämlich in deinem Gleissystem einfach weiterbauen? Mhm. Nicht, dass wir da durcheinander kommen, ne? Schauen wir mal gerade. Oha. Ich habe den gesamten restlich verfügbaren Stein im Logistiknetzwerk abgebaut. Ist nichts mehr da. Ich habe 3000 Stein verbraten. So kennen wir dich, oder? Ja. Nom 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 nom. Es war schmackhaft. Okay, was brauchten die? Einen Kernreaktor, klar, Mann! Power Armor Mark 3, ne? Ein Kernreaktor und einen Power Armor Mark 2. Also, vielleicht auch nicht schlecht, dass ich die 2er gerade noch bauen will. Lenitz, ich habe beunruhigende Nachrichten für dich. Haben wir aktuell einen leichten Mangel an Kunststoff? Ist möglich. Und auch ultra langsam da an. Hat noch von ganz früher gebaut. Uiuiui, noch mit einem gelben Band. Nee. Öl haben wir noch genug. Okay. Müsste die theoretisch einfach nur nach oben erweitert werden. Das Band müsste geupgradet werden. Und das ist das Erste, was ich jetzt mache. So, ich mach mal wieder meine Power Armor leer. Kann ich eigentlich beim Upgrade-Plan irgendwie sagen, dass ich nur Bänder upgraden möchte? Kannst du den in dein Inventar ziehen. Dann kannst du Rechtsklick drauf machen und dann kannst du genau sagen, was er upgraden soll. Echt? Kann ich das? Sollte eigentlich gehen, ja. Okay, kann ich. Munition haben wir genug, oder? Das kann uns bestimmt Partybert sagen, aber ja. Weiß nicht, ob der das. Ich denke, der hat das auf dem Schirm. Aber ich holz den Wald gerade ab mit Munition. Okay. Ich hab keine Lust, das ganze Holz wieder mit Metall zu haben. Ja, siehst du, ich habe ja auch noch Granaten. Flammenwerfer wäre besser irgendwie. Das wird einfach mehr zünden. Oh, ich schieße mit dem MG hier rum. Noch hält mein Anzug erstaunlich gut durch. Okay, also hier unten habe ich, also ich baue jetzt als allererstes eine Kupferkabelfabrik hier unten auf. So ist zumindest mein Plan für den Moment. Das ist ein guter Plan für den Moment. Für den Moment.
Ich habe hier unten jetzt auch eine relativ große Schneise reingeschlagen. Schauen wir mal, wie weit wir runtergehen. Bis hier unten ungefähr. Ich würde Granatenwerfer nehmen, Norika, wenn ich welche hätte. Ich arbeite mit dem, was ich habe, und das funktioniert bisher zumindest so ein bisschen. So geht's so, meinst du? Ja. Der Anzug ist eh immer dauerhaft leer, also. Ja, das gleiche Problem habe ich auch. Ich stehe hier unten und versuche den Wald hier wegzureißen und dann. Geht so. Wobei mittlerweile, also tatsächlich ist es gar nicht mal so schlimm. Also es funktioniert schon irgendwie. War es schon mal schlimmer? Die Biome, die schauen da richtig gut aus, ey. Schaut hübsch aus. Das ist ein Sumpf einfach, das ist wild. Das war Show. Hallöchen, ich bin wieder da. Hazibert. Und? Das ging erstaunlich schnell. Ich bin auch irritiert. Ja, war ein wichtiges Telefonat, aber die Person ist krank, somit war das jetzt eher so, nee. Alles geklärt. Wir schreiben jetzt weiter, weil. Ja, gut. Halsschmerzen und Co. ist ja halt nicht geil. Und dann hat die auch noch Epilepsie-Migräne. Das ist ganz unangenehm. Also, da ist mir dann auch lieber, wenn man sagt, okay, wir schreiben weiter. Das Wichtigste haben wir jetzt geklärt und. Ja. So. Ich hoffe übrigens, ihr hasst mich nicht zu sehr für das, was ich gerade in unserer Base gemacht habe. Was hast du gemacht? Den Spaghetti aber voll zugezogen. Mit Spaghetti habe ich kein Problem. Ich habe einmal gesagt, bitte einmal alles auf Blau upgraden. Das habe ich schon mal gemacht. Alles auf Blau upgraden? Du siehst, what? Ein gewissen Teil ist schon geupgradet, da war ich letztes Mal aktiv mit dem Upgrade-Plan. What? Das auch automatisch machen lassen. Dann sehen wir mal unsere wirklichen Kapazitätsgrenzen irgendwann. Ja, ja. Dafür machen wir das. Genau, nur dafür. Nur dafür. Ja, ja. Ich brauche 2 Fusionsreaktoren mindestens. Eher 3. Oh Gott. Soll ich schon mal in der Forschung gucken? Tragbarer Kernreaktor, wie sieht's denn damit aus? Ja. Was macht denn der an Output? Die Brennstäbe brauchen. Tragbarer Kernreaktor. Da. Maximal Leistung 300 kW. Okay, also mit einem hast du halt auch schon. Also. Was? Maximale Leistung 300 kW? Der Fusionsreaktor macht 750. Wie groß ist denn der? Keine Ahnung. Achso. 3x3. Ja, okay, der ist kleiner. Ja, gut. Kann sogar tatsächlich interessant sein. Für uns ist alles interessant, also. Ja. Patsy ist ja bei mir. Ein neuer Zwerg ist in der Linie. Stefan, danke dir. 42 Monate einfach schon. Stefan unterstrich aka unterstrich wurde liebt den Stream hart. Ganz, ganz super. Lieben Dank dir. 42 Monate, vielen Dank. So, ich muss mal ganz kurz zum Tanken und zum Abtanken hoch. Patsy, ich überlasse dir das Feld hier unten. Solide 0% Anzugenergie. Genauso wie ich es mag.
Oh no. Zwergi, pass bloß auf, nicht zu viel. Ja, ich weiß. Wenn es zweistellig wird, wäre ich schon nervös, ne? Also. So, abtanken, Vorsicht, Drohnen, Marsch. Kommen sie? So viele kommen heute gar nicht, oder? Ah, geht so. Die Züge sind mir zu schnell. Also, die kriegen auf jeden Fall kein Upgrade mehr. Uiuiui. Schon wieder fast überfahren worden. Mhm. Oh, Labor, Forschungstempo, geil. Oh, das aber auch schön. Arbeitsroboter, Transportmenge, finde ich sehr begrüßenswert. Das Problem ist bei dir natürlich, was bringt dir die Menge, wenn du nicht den Strom hast? Haben wir denn nicht den Strom? Also du hast den Strom nicht. Oh, ich sehe, ja gut, das ist ein Argument. Aber ich sehe gerade auch tatsächlich, dass die Dampfmaschinen wieder drin sind. Huh? Wir sind wieder mal in einem kleinen Engpass bei den Solarpanelen drin. Hä, warum sind die Solarpaneele so schlecht? Ach, weil die ganze Nacht quasi die Akkus, den ganzen Tag über die Akkus laden müssen. Verstehe. Mm. Mm. Ja, ich müsste eigentlich an einem Solarpark weiterbauen. Wir müssten so viel. Ja, ich mache jetzt erstmal die rote Schaltkreisgeschichte. Da will ich jetzt mal rein. Da können wir jetzt auch dann anfangen. Kann ich jetzt, Pazzi ist ja da unten gerade unterwegs. Aber ja. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Was denn? Pazzi, Bert, könntest du mal ungefähr 5 Meter nach oben gehen? Ja. Wie 5 Meter nach oben gehen? Ja, hast du Klippensprengstoff dabei? Dann ja. Geh mal 5 Meter nach links. Ja, ich sehe schon. Wie weit kann man Klippensprengstoff eigentlich stacken? 30 oder? 20er Stacks. Oder 20? Also nicht, okay. Auf jeden Fall nicht viele. Ja, dann habe ich immer nur 20er Stacks bei mir. Passt schon. Hälfte da wieder ein bisschen im Wald wegzumachen, weil der muss eh weg wegen der Mauer. Was für eine Mauer? Hier wird eine neue Mauer auch gezogen entlang der Gleise. Also sowas nicht. Lenitz wird schon nervös. Die Züge innerhalb der Basis fahren. Okay. Ich muss ganz kurz mit dem Elo was klären wegen 7 Days to Die. Ich bin kurz mute. Jo. So, dann bin ich abgetankt? Ja, ich bin abgetankt. Bin ich vollgetankt? Vielleicht. Also ein bisschen was unterwegs, aber das ist nicht so wild. Hinten ist aber ganz schön viel Bautätigkeit unterwegs. Ach, das ist immer noch der Upgrade-Plan, der da hinten noch. Alter. Ja, der braucht ein bisschen. Gib dir mal ein paar Minuten Zeit. Ich denke mir, wo sie wollen denn die ganzen Baudrohnen eigentlich hin? Es sind auch null Baudrohnen im Logistiknetz unterwegs. Verfügbare. Ich bin schon am gucken, haben wir irgendwo Baudrohnen automatisiert? Nein. Wie nein? Nee. Also wir haben die mal irgendwo am Fluggestelle, glaube ich, gehabt, oben. Ja, Fluggestelle sind da. Wäre theoretisch auch eine Produktion ran, aber da habe ich noch keine Anforderungskisten angebaut, weil wir halt von nichts genug haben. Ja. Bauroboter. Wie macht man die denn? Flugrobotergestelle sind oben verfügbar, das ist gar nicht mal so wild eigentlich. Du brauchst ja nur grüne Schaltkreise und ein Flugrobotergestell, dann kannst du eine Baudrohne bauen. Da reicht aber auch eine Fabrik für sowas, weil du brauchst ja nicht ewig viele von. Sagen, die brauchen wir halt auch nicht in Masse. Also. Ja. Ja. Oder 200, 300 haben es recht eigentlich. Wir haben 200, 300. Du brauchst ja nicht dauerhaft die ganze Base immer aus. Naja, also mit Zwerg. I don't know. Partybert, ich komme so zu dir. Bedenken. Inkcode Blue etwa schon wieder? Ja. Ah. Warum ist da rot? Lol.
ein Kamelzwerg. Ich mag Kamele. Ja. Also mag ich auch dich. Geil. Das ist schön. Noch eine blöde Frage. Was ist denn die aktuelle Anzahl an maximalen Baurobotern, die man selber benutzen darf? Kommt auf deinen Robohangar an, den du eingebaut hast. Das steht dabei. Steht dabei. Roboterkapazität 10. Das ist wenig. Das ist wenig. Ich habe auch die MK1 noch. Ich habe 30. Kapazität, weil ich 3 davon habe. Für mehr hat es bisher noch nicht erreicht. Viel brauche ich ja auch gar nicht. Bin ja der Öko. Der Öko Blue. Bekanntermaßen. Öko Blue. Ich hoffe, du machst nicht alle Bänder komplett leer, sonst kann ich meine Schmelze nicht bauen. Parsibert. Welche Bänder? Blaue Bänder. What? Ich habe auch noch ein paar, 1-2000 habe ich noch da. Ich war schon der Weg, Zwerg. Nee, jetzt ist okay, es ist okay, es ist okay. Okay. Bleib ruhig. Ich will dich nicht verscheuchen von deinem angestammten Platz hier auch. Nee, aber 7 Days to Die kriegt ja diesen Monat 1.0 Release. Ja? Mhm. Ich wollte sagen, schon wieder. Schon wieder, nee, die geht nicht, ich kenne keine Beta, nix raus, aber die machen wirklich Full Release. Ist aber nicht, ich hoffe nicht so wie bei Space Engineers, wo dann so Full Release, aber wenn du es richtig spielen willst, brauchst du fei die DLCs 1, 2, 3. Ich glaube nicht, 7 Days to Die hat doch bis dato auch mega gut funktioniert. Ja, ja. Und waren die ganze Zeit in der Alpha und haben mega viel Content reinbracht. Vor allem, wenn ich rechne, ich habe 7 Days to Die ja noch gekriegt um 10 Euro oder so. Ja, ja, das ist, ich habe so vor Jahren in irgendeiner ganzen. Jetzt kostet, glaube ich, 30, aber ist eh klar, wenn es kurz vor dem Release stehen, dass das teuer wird. Easy, easy. Kein aber, für den Content sind 30 Euro halt auch ein Schnäppchen. Schnäppchenwert? Schnäppchenwert. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. XXDO in ein AXX liebt den Stream hart. Super. Oh, danke für 30. Hey, danke schön. Außer wird es ein High Bay. Einfach mal so ein paar. Doch, reicht. Rein. Mein Bahnhof ist nicht mehr up to date für. Hast du noch unterirdische Bänder oder Teile? Ne, die habe ich genug noch. Okay. Oh. Danke dir. Na klar doch. So, ja, mein Panzer kann nur mit Kanonen geschossen befüllt werden. Bänder, jetzt bei Zalanblu. Zalanblu. Oh Gott. Ach, wie schön. So. Ich glaube, ich brauche hier einen komplett neuen Bahnhof auf. Einfach nur, damit wir up to date sind. Das ist auf der Höhe von Öl, ja, okay. Dann passt das. Achso, willst du das Stein auch mitnehmen? Weil es gleich drunter ein Stein vorkommen. Nee, hatte ich hier jetzt eigentlich gar nicht vor, tatsächlich. Das sind zwei Steinvorkommen. 1,8 und 2,2. Komm, sau nah schon in die Nesten runter. Ich brauche Laser-Turrets, ich muss in die Base zurückfahren. Der Turret-Bärt. Red-Bärt. Turret-Bärt. Pazi im Kopf, der neue ja. Sender. Ja, das ist noch viel schlimmer als Wikivita im Kopf. Pazi im Kopf. Ich finde, das ist völlig okay. So, dann hole ich mal jetzt schnell deinen Zug. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Pazi-Bird. Also Pazi-Bird hole ich mal schnell rein.